Wenn du einen Hund hast, der sich an der Leine aufführt wie so ein kleiner oder auch großer Rambo, andere Hunde anbellt, in der Leine hängt, womöglich in der Leine steht, vielleicht sogar schnappt oder sich zu dir umdreht, also auf jeden Fall sich ja aufführt wie ein Berserker und du fast schon keine Lust mehr hast, mit dem loszulaufen, weil das wirklich unangenehm ist oder für dich vielleicht auch zum Teil fast nicht mehr handelbar ist, dann bleib unbedingt dran und schau dir dieses Video an, denn du erfährst hier, wie du das in 5 Tagen ändern kannst. Große Versprechungen? Nichts dahinter. Also sagen wir mal so, wahrscheinlich hast du schon allerhand probiert. Wahrscheinlich macht dein Hund das nicht erst seit gestern. Wahrscheinlich hat er das auch schon eine ganze Weile geübt. Und wahrscheinlich hast du auch schon jede Menge Sachen probiert. Also es wird ja so gemeinhin als Tipp erstmal gegeben, du musst ihn ablenken. Okay. Haltet ihm den Keks vor die Nase, das funktioniert begrenzte Zeit und sehr schnell, sagt der Hund, wenn er einen Keks vor die Nase gehalten bekommt, wo ist der Feind, anstatt den Keks zu nehmen. Oder er nimmt erst den Keks und sagt dann, wo ist der Feind. Funktioniert also so auf jeden Fall nicht so toll. Dann wird so oft der Ratschlag gegeben, ja, du musst ihn sitzen lassen oder hinlegen lassen. Das klappt dann meistens so lange, bis die Distanz vom Gegner zu nah wird und dann springt der Hund auf und hängt doch wieder in der Leine. Dann heißt es, du musst den abblocken, der darf den gar nicht sehen. Und dann sehe ich wild umeinander springende Menschen, die versuchen, ihren Hund abzublocken, was je nach Größe des Hundes gar nicht so einfach ist. Und auch nicht wirklich was bringt. Und vor allen Dingen, wenn der eigene Hund den Gegner sozusagen vor dem Menschen gesehen hat, dann ist eh alles zu spät, weil dann hängt er schon da vorne. Und es ist tatsächlich so, je nach Gewichtsklasse des Hundes und Gewichtsklasse des Menschen, ist der Hund mit seinem Allradantrieb einfach im Vorteil. Dann werden noch diese Tipps gegeben, wo Hunde aufgehängt werden oder irgendwelche merkwürdigen Erziehungshilfen sozusagen wie Stachelhalsbänder, Stromhalsbänder, Sprühhalsbänder etc. angeboten oder als Tipp gegeben werden, das zu verwenden. Das ist einfach tierschutzrelevant und auch verboten, weil in unserem Tierschutzgesetz steht eindeutig drin, dass unnötige Hinzufügen von Schmerzen auch beim Training ist verboten. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, der seinen Hund aufhängt und erwürgt, dass der keine Luft mehr kriegt, dann kann ich den anzeigen, weil das ist tierschutzrelevant. Ebenso Stachelhalsbänder und ähnliche Dinge. Das alles machen wir auch nicht. Warum funktioniert unser Training im Gegensatz zu dem, was du bis jetzt gemacht hast? Also, es sind in unserem Leinenrambo-Kurs ein paar Sachen wirklich anders. Unser Fokus liegt nicht darauf, dass der Hund nicht, also verboten kriegt, quasi den anderen zu sehen oder in die Leine zu gehen oder hochzugehen, sondern unser Fokus liegt darauf, dem Hund zu vermitteln, was er stattdessen tun soll. Also wir überlegen uns, was soll mein Hund tun, wenn er einen anderen Hund, Menschen, Jogger, Auto, je nachdem, wo drauf dein Hund reagiert, was soll er tun, wenn er das sieht? Und das belohnen wir und das trainieren wir. Das heißt, bei uns lernt der Hund ein anderes Verhalten. Nicht, ich verbiete ihm das Bellen, okay, dann steigt er halt in der Leine hoch. Ich hüpfe vor ihm rum, dann lernt er halt rechts und links vorbeizuschießen. Ich sage ihm ja auch nicht, was er tun soll.
Und bei uns liegt der Fokus darauf, das zu trainieren, was ich haben möchte. Das ist schon mal der erste entscheidende Unterschied und der ist entscheidend. Auch wenn viele Leute immer so denken, ist doch egal, ob ich ihm verbiete, was zu tun oder ob ich sage, ich trainiere ein erwünschtes Verhalten. Es ist sehr wohl ein Unterschied. Weil wenn dir jemand was sagt, tu das nicht, dann weißt du noch lange nicht, was soll ich denn stattdessen tun? Wenn dir aber einer sagt, hey, mach es so und so, dann kannst du es auch so machen. Und wenn sich das dann noch lohnt für dich, weil du da jedes Mal 1000 Euro für kriegst, hey, super, du wirst das wiederholen, ich sag es dir. Der zweite Punkt ist, wir machen einen sogenannten Crashkurs. Das heißt, 5 Tage lang, 5 Unterrichtseinheiten hintereinander an 5 Tagen. Also nicht an einem Tag 5 Unterrichtseinheiten, sondern an Tag 1 die erste, an Tag 2 die zweite, Tag 3 die dritte, 4 die vierte, 5 die fünfte. Aber wir haben dazwischen keine Zeit, wo du mit dem Hund wieder das alte Verhalten üben kannst. Weil in diesen Tagen, und das ist entscheidend, vermeidest du alle Begegnungen, bei denen dein Hund falsch beziehungsweise so, wie du es nicht haben möchtest, reagierst. Das kann ein bisschen aufwendig sein, ja, stimmt schon, weil es könnte sein, dass du mit deinem Hund irgendwo hinfahren musst, damit du sowas vermeidest, aber 5 Tage hält man das mal durch. Wenn man sich im Wochenabstand trifft, dann hat man nämlich das Problem, dass man quasi, man übt und dann kann man es aber noch nicht so gut und dann geht man raus in den Alltag und der Hund lernt die ganze Woche über wieder das alte Verhalten und übt es wieder und in der Woche drauf fängt man wieder da an, wo man die Woche vorher schon angefangen hat. Das heißt, es geht nicht voran und man ist dann am Ende des Kurses genauso weit wie vorher. Deswegen machen wir das anders, das heißt 5 Tage hintereinander immer eine Unterrichtseinheit und wir haben maximal 3 Mensch-Hund-Teams in unserem Leinen-Rambo-Kurs. Das bedeutet, jeder kriegt ausreichend Zeit, aber auch nicht zu viel, sodass die Hunde noch können. Und auch die Menschen, weil die Menschen müssen auch eine Menge lernen. Und alles entscheidende Faktor ist, dass wir genau gucken bei jedem Team, wann genau reagiert der Hund, wann genau muss ich einsteigen und wir den Menschen darin schulen, das zu sehen, damit er sein Timing gut machen kann. Damit er wirklich zum richtigen Zeitpunkt den Hund auch belohnt. Und damit er weiß, wie schnell kann ich im Training vorwärts gehen, sodass er nachher auch jeder Mensch so gut darin ist, dass er das auch im Alltag selber umsetzen kann. Und dann üben wir das. Wir üben das und üben das und üben das. Und wir üben das mit, gestellten, sehr wohl ausgewählten Situationen, so, dass dein Hund möglichst keinen einzigen Fehler macht. Es kann immer mal passieren, aber dafür bekommst du auch Strategien an die Hand. Was ist, wenn er jetzt doch in der Leine hängt auf einmal? Oder was ist, wenn im Alltag nachher plötzlich ein Hund um die Ecke kommt und steht nur einen halben Meter vor einem? Solche Dinge passieren ja. Was tue ich dann? Dafür kriegst du auch natürlich Dinge an die Hand. Aber in unserem Training am Anfang, damit du üben kannst und dein Hund auch üben kann, wie funktioniert das jetzt, machen wir die Situationen so für jeden Hund, individuell natürlich, dass das passt. Wir schauen also ganz genau bei jedem Team. Und dann üben wir. Dann üben wir, dann üben wir, dann üben wir, dann üben wir. Und erst, wenn dir sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist, wo ist mein Hund, wo ist meine Leine, wo sind meine Kekse, dann wird es schwieriger. Und erst dann fangen wir auch an, Überraschungen einzubauen. So, und quasi in den Alltag zu gehen. Und am letzten Tag kriegst du quasi nochmal eine Menge Tipps dafür, was tun bei einem Rückfall, was tun, wenn der Hund
doch mal irgendwie komisch reagiert und du kriegst auch noch ein paar Strategien an die Hand. Außerdem bekommst du dann Zugang zu meinem kleinen Online-Kurs, zu den Begegnungsspielen. Da sind auch noch mal ein paar Erinnerungsteile dann drin und ein paar Tipps und Sachen, die du machen kannst. Was für Voraussetzungen brauchst du, damit du bei uns bei dem Kurs mitmachen kannst? Ich sage ganz ehrlich, wir arbeiten mit Belohnung. Und das Thema, gerade wenn dein Hund schon sehr, sehr lange in der Leine hängt und massiv bellt, macht, tut, da muss sehr gut belohnt werden. Das heißt, du musst bereit sein, deinen Hund sehr, sehr gut zu belohnen mit guten Leckerli. Es kann sein, du brauchst Käse oder Wurst oder Leberwurst oder Lachs. Es ist völlig egal. Das, was dein Hund mag. Wenn es gekochte Kartoffeln sind, dann sind es gekochte Kartoffeln. Wir hatten hier schon alles. Wir haben einen Hund, der liebt Croissants. Okay, dann sind es halt Croissants. Egal. Das, was dein Hund liebt, das brauchst du. Weil du brauchst sozusagen eine Belohnung, wo der Hund sagt, hey, ich spiele das Spielchen mit dir. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Du musst bereit sein, wirklich diese 5 Tage nicht irgendwo Gassi zu gehen, wo du Begegnungen hast, wo dein Hund sein altes Verhalten übt. Ja, auch wenn das Aufwand ist. Aber hey, 5 Tage und dafür hast du vielleicht die nächsten 10 Jahre Ruhe, ist doch super, oder? Lohnt sich. So, Punkt 3. Du musst bereit sein, wirklich das Training anzunehmen. Es fällt den Menschen manchmal schwer aus ihrem eigenen Trott. Bis jetzt hast du vielleicht immer deinen Hund zurückgeruckt. Diesen Mechanismus abzuschalten, der ist gar nicht so einfach. Und das kommt manchmal bei uns dann so ein bisschen rüber, wenn wir sagen, hups, du hast geruckt, nicht rucken. Ich habe nicht geruckt, doch. Wir filmen also auch, wenn es mal gar nicht so geht. Keine Angst, das wird nicht veröffentlicht. Aber einfach so, dass man selber auch mal gucken kann, was man, ui, das mache ich ja, ich merke es gar nicht. Wir geben aber auch Tipps, wie man sich da helfen kann, was man mit seinen Händen tun kann etc., wie man sich da selber auch ein bisschen am Riemen reißen kann. Aber du musst bereit sein, das auch zu tun und auch eben, ja, sozusagen Trainingstipps von uns anzunehmen und nicht als Kritik oder Gemotze anzusehen, weil wir werden weniger den Hund korrigieren, als vielmehr dich sozusagen, dein Verhalten, weil davon hängt es ab, was dein Hund tut. Ja, wenn du dazu bereit bist, dann bist du bei uns richtig. Wenn du deinen Hund lieber auf den Rücken wirfst, ruckst, aufhängst, wie gesagt, ist tierschutzrelevant, aber trotzdem, dann bist du bei uns völlig falsch. Also, wir rucken nicht, wir verbieten nicht, wir sprüllen nicht, nein, wir blocken nicht, wir kschen nicht, wir zwicken nicht, wir treten nicht. Das alles tun wir nicht. Wir belohnen erwünschtes Verhalten. Und wenn du dazu bereit bist, da bist du richtig bei uns. Und es funktioniert. Und wenn man es gut macht, funktioniert es auch richtig schnell, weil wir zeigen dir genau, wann musst du wie belohnen. Es ist nämlich nicht nur der Keks. Es gehört ein bisschen mehr dazu, als ein Leckerli vor die Hundenase zu halten. Gut, also, wenn du sagst, yes, ich will endlich vernünftig begegnen können, dann melde dich jetzt an. Die nächsten Termine findest du, wenn du auf den Button hier unterhalb drückst. Da kannst du dich gleich anmelden. Such dir den Termin aus, der dir passt, wo du wirklich Zeit hast. Nimm dir vielleicht auch ein paar Tage Urlaub oder früher frei oder sowas. Organisiere das. Und wenn du da so gar nicht kannst, dann schreib uns auch einfach oder ruf uns an und sag, hey, mach dir auch mal einen Kurs vormittags um 9 oder irgend sowas, wenn das einfach eine Zeit ist. Manchmal, wenn wir dann genügend Leute zusammen haben, dann machen wir das. Also der Kurs findet dann statt, wenn es 3 Leute sind. Und es dürfen aber auch nicht mehr sein. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns und du hast in Kürze einen völlig entspannt an der Leine begegnenden Hund. Bis dann.